Wenn Sie und ihr das hier seht, bin ich schon nicht mehr da. In der ersten Nacht nach Schulschluss fahre ich auf die Fähre und bin dann mal weg. Die Inzidenzzahlen sind drastisch gefallen und die Vorfreude vieler ist riesig. Auch bei Nico Herzner. Der holt schon mal den Campinganhänger raus. Er ist passionierter Camper, genauso wie der Apostel Paulus, der von Beruf Zeltmacher war. Das hier ist unsere Jubiläumsausgabe. Willkommen bei Nummer 25. Nico, na, ist es wieder soweit? Probeaufbau für den Urlaub? Hi Jenny, boah ja, jedes Jahr das Gleiche. Ja, ganz ehrlich, ich sag's dir, also ich hätte keine Lust darauf, schon vor dem Urlaub das Teil aufbauen zu müssen. Lust ist ja ein dehnbarer Begriff, aber es macht auch Vorfreude darauf, wieder unterwegs zu sein. Ja, ich freue mich da auch drauf, aber meine Vorfreude wächst auch, wenn ich nur unsere Klamotten in den Wohnwagen legen muss und es dann losgehen kann. Stimmt, ihr seid ja inzwischen auch unter die Camper gegangen. Ja, Anfang Juli geht's los, 4 Wochen dieses Jahr, da freue ich mich total drauf. Ich finde es total cool, so weißt du, unterwegs sein zu können und das Zuhause immer dabei zu haben. Aber das Zelt ist ja schon irgendwie ein ganz anderes Zuhause. Nicht vergleichbar mit dem, was wir hier in Hennef haben. Aber gerade das mag ich ja auch so am Camping, mal 3 Wochen so viel reduzierter zu leben. Da fühlt sich alles ganz anders ein. Sogar der Kaffee schmeckt anders. Apropos, ich habe gerade noch einen gekocht zum Gastcheck. Zeit für eine Tasse? Ja, gerne. Bei uns gibt es ja immer Senseo-Kaffee auch im Wohnwagen. Deswegen Camping-Kaffee. Ich bin gespannt. Dann bau mal die Stühle auf und ich hole den Kaffee. Ja, das ist ein Krieg. Danke dir. Dankeschön. Also wenn ich mir das so angucke, Nico, ich bleib dabei. Das ist schon jedes Mal ein scheiß Aufwand vor dem Urlaub, oder? Aber es lohnt sich doch. In diesen 3 Wochen auf dem Zeltplatz, ich finde, da bündelt sich das ganze Leben mit allem in dieser Zeit. Aber vielleicht geht da bei mir auch der Pfarrer mit mir durch und ich habe zu viel Paulus gelesen. Paulus? Ja komm, die Stelle muss man doch als Camper kennen. Nein, aber erzähl. Im 2. Korintherbrief, ich glaube, im 5. Kapitel, da beschreibt Paulus unser ganzes Leben als Camping. Mhm, habe ich noch nie von gehört. Das ist irgendwo im 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, glaube ich. Warte, ich habe tatsächlich immer eine Bibel im Hänger. Habe ich sofort. Ich lese dir vor, warte, hier. Ist sogar ein Post-it drin. 2. Korinther, Kapitel 5. Wir wissen, wenn das Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Umhüllung für uns bereit. Ein Haus, das nicht von Menschen gebaut ist und in Ewigkeit bestehen bleibt. Das Zelt, in dem wir jetzt leben, das ganze Leben ist Camping. Interessante Sichtweise auf jeden Fall. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber so stimmig. Denn beim Camping ist ja wirklich alles drin, das ganze Leben, intensiv und ungefiltert. Ja, da hast du recht. Beim Campen, da kann man dem Wetter nicht ausweichen und dem Leben auch nicht. Wer einmal mit dem Nachbarn die Campingtoilette geleert hat, der weiß, was ich meine. Oder etwas schöner beschrieben, beim Camping kriegst du immer mit, was nebenan gerade gekocht oder gebraten wird. Streiten und Versöhnen hinter Zeltplanen, das geht nicht heimlich. Das bekommt jeder mit. Auf dem Campingplatz kannst du dich nicht verstecken und musst es deshalb auch nicht. Da lebst du einfach frei. Ja, aber mögen muss man es, Nico. Und ganz ehrlich, ich finde es auch gewöhnungsbedürftig und nicht immer schön, wenn zum Beispiel dann plötzlich der Nachbar in der Unterhose zum Zähneputzen geht. Ach, ich finde das alles manchmal ganz witzig. Es ist so frei auf dem Campingplatz. Das Leben so mittendrin, ungefiltert, so wie ich glaube, dass Gott es für uns gedacht hat. Frei, ohne Mauern. Allein dafür lohnt sich dieser ganze Aufwand allemal. Ja, und was ist dann nach dem Urlaub? Dann ist alles vorbei? Das heißt, der Rest des Jahres ist dann kein Leben mehr? Ach, Blödsinn. Ganz ehrlich, wenn ich von diesen 3 Wochen auf dem Campingplatz zurückkomme, dann freue ich mich sowas von auf unser Haus. Auf
die eigene Dusche, auf das feste Dach über dem Kopf bei Gewitter, auf die Tür, die ich auch mal zumachen kann. All die Sachen, die jetzt so selbstverständlich sind, die kann ich nach dem Camping wieder so richtig genießen. Und da bin ich doch auch wieder ganz bei Paulus. So stellt er sich den Himmel vor. Ein richtig solides Haus, das Gott für uns gemacht hat, in dem wir dann unseren Platz haben. Warte mal, da fällt mir was ein, was ich auf Instagram gelesen habe neulich. Ich suche dir das mal raus. Hier ist es. Ich glaube fest, dass unser Leben auf dieser Erde wie ein Ausflug oder Urlaub ist, wenn man die Unendlichkeit betrachtet, die davor und danach ist. Und in der Unendlichkeit sind wir zu Hause. Perfekt. Kann ich so unterschreiben. Passt, ne? Ja. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Urlaub dir. Ja, ich wünsche euch und Ihnen allen, dass ihr diese Zeit genießt. Ob jetzt beim Camping, in der Ferienwohnung, im Wohnwagen, im Fünf-Sterne-Hotel. Genießt diese Urlaubszeit. Und auch wenn ihr zu Hause bleibt, genießt einfach jeden Tag eures Lebens so wie einen Urlaub, wie einen Ausflug. Und versucht nichts zu verpassen, wenn ihr dann wieder nach Hause kommt. Nach Hause in Gottes Ewigkeit. Und da bin ich dann gespannt, wie dort der Kaffee schmeckt. Das Leben spüren, ungefiltert und frei, mitten in der Welt, ohne Mauern, weil es ein Gottesgeschenk ist. Das wünschen wir Ihnen und euch in diesem Sommer. Auch denen, die nicht campen, da bin ich anders als Nico und Jenny. Auch denen, die einfach zu Hause bleiben. Dass das Leben weit und offen wird, wie der sommerblaue Himmel über uns. Wir sehen uns wieder. Vielleicht in der Sommerkirche, jeden zweiten Sonntag Open Air am Klecks. Oder beim nächsten Videogruß nach den Sommerferien. Dann steigen Christian Jung und ich aufs Fahrrad. Bis dahin, Gott befohlen, alles Gute.